einen wunderschönen guten Morgen für uns jetzt aus dem sonnigen Alicante. Ja, wunderschöne Kulisse hier. Gestern ankommen, gestern eingecheckt. Direkt mit ein paar Prep-Peeps eingecheckt. Ja, ein spannendes Wochenende vor uns. Also heute ist ja noch nicht Showday, aber heute ist unter anderem trotzdem Showday, weil zum Beispiel Larissa auch in Bratislava startet. In der Women's Physik und in der Women's Figure. Aber wir sind jetzt hier und wir werden morgen die Ben Weeder attenden. Jetzt, die Leute regen sich hier noch immer wegen Anglizismen auf, tatsächlich. Damit müsst ihr klarkommen auf diesem Kanal. Und ja, Showday ist morgen. Wir werden den heutigen Tag so gestalten, dass die Fabi jetzt noch später vorbeikommt. Live-Form-Check machen noch mit der Fabi. An Klaus noch den Rücken rasieren gehen. Fabi habe ich gestern schon den Rücken rasiert. Perfekt. Und dann werde ich mit den beiden zur Registrierung fahren, weil bei der Lena ist gestern ein bisschen was schiefgegangen. Die hat nicht fliegen dürfen und muss jetzt heute fliegen. Sehr, sehr spannende Geschichte wegen einer fucking Batterie im Koffer. Ja, wurde ihr Koffer ausgeladen und ihr Flug wurde quasi gecancelt. Ja, also sehr, sehr spannend. Natürlich eine abnorme Stresssituation, aber wir haben das alles gebacken bekommen, Ruhe bewahrt und jetzt kommt sie einfach heute und wir haben auch organisiert, dass sie später zur Registrierung hinkommt und so. Also das wird alles sehr entspannt. Ja. Für uns steht sonst heute nicht so viel am Programm. Also ich habe ganz normal mein Check-in-Flow geplant, werden wie gesagt, über die Leute drüber schauen, anmalen, also der Klaus muss angemalt werden. Und die anderen machen ja morgen Spray-Tanning auch, dadurch, dass die Bikinis so spät dran sind, eigentlich relativ entspannt. Also morgen wird er wirklich so, Klaus relativ früh auf der Bühne, eine der ersten Klassen und Bikinis ist halt am Ende. Dementsprechend wird es morgen auch ein langer Tag mit einer sehr großen Gap dazwischen. Aber wieder ein cooles Wochenende auf jeden Fall und mich freut es, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fan von dieser Showday-Coverage seid und diesen ganzen Drumherum, um was ihr eigentlich auch viel mehr geht, wenn wir uns ehrlich sind, dann unbedingt Like da lassen bzw. Kommentar und auch gerne teilen auf Instagram, dass ihr dieses Video hier schaut, damit der oder die ein oder andere vielleicht auch noch hier diesen Kanal entdeckt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal rein mit einem guten Breakfast hier, einem großen Porridge, Arbeit und natürlich, wie soll es anders sein, Monster jetzt und genießen hier noch ein bisschen die Sonne und arbeiten währenddessen ein bisschen was ab. Ja, peace. Nur daran rausgehen für das gute Lichtsetting hier. Ich glaube, das passt perfekt. Also Fabi ist jetzt arrived. Bei der Fabi habe ich vorne drüber schauen. Ich werde da ganz kurz mein Monster da abstellen. Pass auf, dass du es nicht irgendwie umschmeißt oder so. Jetzt den Tisch wegstellen hier. Also Befinden ist gut, Verdauung auch. Supi. Fast habe ich. Let's go. Komm, weiter nach vorne noch. Yes. There we go. Face back. Glutschot war heute besser. Hoch, hoch, hoch. Oben. Face front. Yes. Passt. Relax. Super. Das heißt, du hast noch Kamil drin. Wie viel Wasser ungefähr? ...750 hast du drin. Wann bist du aufgestanden? Halb neun? Okay, passt.
Das heißt, Mehl hast keins drin. Ja. Passt. Magst du jetzt noch essen oder dann beim Klaus? Beim Klaus, passt. Wir fahren uns nämlich gleich zum Klaus. Die muss ich nämlich auch noch den Rücken rasieren und später am Abend werde ich noch tellen. Und einfach mal Registrierung. Ja. Wunderschönen guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Polen. Danke dir. Servus, hallo. Hallo. Guck auf mich. Hallo. Hast du an mich gedacht? Ja. Killer. Aber William, es gibt beim Aldi ganz normal, gell? Ja, gibt es immer noch. Ich glaube, es vielen lieben Dank. Wird heute leer gemacht. Aber ihr Sehne ist hier besser. Das Erdnuss muss ich echt nicht, weil es man muss. Ich muss essen. Ja. Bitte? Wir sehen uns morgen. Ich konnte noch Novice mitmachen. Ja, was? Weil ich vor 5 Jahren gewonnen habe, durfte ich machen. Ah, wirklich? Hat Emilio mir gerade abgesegnet. Ich dachte, ich komme nochmal 180 Euro, aber egal. Alles mitnehmen, was geht. Warum nicht? So, bis morgen, Jungs. Viel Spaß beim Gib Gas, oder? Viel Spaß beim Essen. Also wenn ihr euch erinnern könnt, dann war letztes Jahr im September war das, oder? Ja, September. Relativ wenig los. War es gleich im Hauptgebäude hier hinten drin. Und jetzt stehen wir da und es ist alles komplett voll. Also es war eigentlich letztes Jahr um einiges entspannter, muss ich sagen. Aber dadurch, dass der Klaus eh relativ gut unter der Waage ist, kann er zumindest weiter trinken. Also gut unter der Waage. Wir haben so eineinhalb Kilo Puffer haben wir so, was eigentlich relativ geil ist jetzt. Also gut gemacht jetzt für das Showing jetzt. Happy damit. Jetzt der Registrierung mit Fabi und Klaus. Beim Klaus würde ich vorne dann rüberschauen, bevor ich ihn dann den Rücken rasiere und hennen tue. Und dann wird auch später am Nachmittag noch die Lena kommen. Ja. Let's see. Auf jeden Fall jetzt mal Registration durchbringen. Dann schauen wir weiter. Was Klaus hat die Einweihung geschafft, die ist zu groß gemessen worden. Also groß genug gemessen worden, was sehr, sehr cool ist. Dementsprechend jetzt entspannt bis zum Gewichtslimit. Und somit hätten wir das jetzt erledigt hier. Fabi ist auch schon da vorne, Klaus ist durch, Lena kommt später noch am Ende, die kriegt eine Spezialeinladung vom Emilio, ja, weil sie ja zu spät kommt für die Registrierung eigentlich, aber ist okay. Und wir werden es dann wieder heimfahren und Klaus rasieren und entspannen, jetzt noch 1,5 Stunden da sein. Fabi? From post. Quarter turn. Quarter turn. Quarter turn. Ja, geil. Luft raus. Yep. Favorite Classic? Zweiter. Bauch drin lassen. Luft raus. Will mir aufkippen noch? Ja. Passt. Gut. Als erstes mir. Hast du noch Wasser da oder gar nichts mehr? Was hast du noch da? Gut. Mhm.
Das ist Tanning, Tanning Time. So, wir haben ja jetzt erst Samstag, das ist jetzt One Day Out. Und mit Klaus waren wir jetzt ganz, ich würde jetzt nicht sagen klassisch unterwegs, weil wir haben jetzt gestern und vorgestern zwar gröbere Ladetage gehabt. Für ihn hat es eigentlich jetzt also genau den Look kreiert, den wir haben wollten. Und es hat ja ganz gut funktioniert, weil auf dem ersten Ladetag, erste Ladetag 500, war Mittwoch. Ja, hat nicht so richtig gefruchtet, also da ist immer wieder weiter gedroppt. Dann sind wir halt nochmal rauf auf über 700 und dann haben wir nochmal nachgelegt mit roundabout 700. Und das hat jetzt einen sehr, sehr vollen und trotzdem sehr tighten Look kreiert, was ganz gut passt. Dreht ihr ein bisschen weiter nach links. Wie war denn bei der NPC Austria, wie war denn da das Gewicht? Hast du das im Kopf jetzt gerade? An der Kontakt? Ja. 104. Du warst relativ tief, gell? 104,3. Ja. Also du wirst morgen mit dem, was wir geplant haben, wahrscheinlich auch knappe 105 einwiegen. Nehmen wir mal an. Ja, ich schätze also zwischen 105 und 106 internet verschieden. Für heute haben wir es gut vorausgesagt. Ja. Nach links drin. Nach links drin. Entschuldigung. Ist schon alles gut. Quartz hin, wenig. Ja. Passt ganz gut. Und die beiden Ladies, die habe ich eigentlich beide linear geladen, beziehungsweise die Favi habe ich fast gar nicht geladen. Bei der Favi haben wir eigentlich hauptsächlich Fette geladen. Tatsächlich. Da war der höchste High Carb Day, war mit 110 Carbs, glaube ich. Warum eigentlich? Weil sie auf Kohlenhydrate sofort sehr, sehr watery reagiert. Also sofort mit einem schlechteren Look eigentlich. Wesentlich höhere Einwagen bei minimal höheren Kohlenhydraten und einem schlechteren Look. Und mit ein bisschen mehr Fette passiert das Ganze gar nicht. Also Baseline waren bei ihr so, das kannst du eigentlich eh fast nicht sagen, das ist so 25 Gramm Fett. Und jetzt waren wir so beim Load roundabout auf 40 bis 50 jetzt sogar, glaube ich. Ja. Genau. Und bei der Lena war es sehr, sehr entspannt, eigentlich immer zwischen 250 und 280 Carbs jetzt die letzte Woche. Weil wir den Look eigentlich nur mehr so halten haben müssen. Genau, seit der NPC Austria auch nochmal wesentlich, wesentlich besserer Look. Also wesentlich besser. Sind nochmal ein Kilo leichter. Und jetzt einfach nur mehr den Look gehalten und Frische reingebracht. Ob diese Frische so gefruchtet hat nach dem Dilemma gestern, ist jetzt die andere Frage. Ja. War jetzt schon ziemlich fertig nach dem Reisetag auch. Aber gut, die schauen wir uns dann später eh noch gemeinsam an. Jetzt aber erstmal zwei Schichten haben wir gemacht das letzte Mal, gell? Mhm. Das hat gut gepasst. Zwei Schichten, morgen noch eine frische. Okay. Sind wir good to go. Also ich glaube auch, dass bei dir einfach das viel besser hält, weil es einfach über Nacht einziehen kann. Mhm. Also für alle, die das NPC Austria Shoulder Video gesehen haben, war halt Tanning Service mit allen Schichten am Shoulder. Und dementsprechend hast halt dann auch sehr viel Farbe, die neu auf die Haut draufkommt. Dadurch kann halt die Haut jetzt auch nicht, also kann nicht so gut atmen, wie wenn jetzt die Farbe über Nacht einzieht. Und wenn halt ein schwitziger Typ bist, ja, und dann schwitzt anfängst, dann rinnt halt. Dann rinnt die Farbe. Rinnt die Farbe hart. Weil auch wenn du jetzt morgen viel schwitzen würdest und du hast die Farbe, aber was über Nacht einzieht, wird es nicht so brutal sein. Und das hat halt wirklich. Ich meine, es hat ja jetzt, glaube ich, keine Platzierung gekostet, jetzt vor allem in der offenen Klasse, aber es hätte Lineups geben, wo es da Platzierung kostet. Mhm. Und das ist halt Arsch. Wenn das Tanning, für das du ja eigentlich, also das kannst du ja kontrollieren,
Deswegen würde ich das ja immer so gut es geht kontrollieren. Und wenn es für dich passt, dann Spray-Tannen. Also ist jetzt nicht unbedingt schlechter oder besser, aber für den Klaus ist definitiv schlechter. Vor allem, wenn alle Schichten am Scholli gemacht werden. Ja. Sonst ist es eigentlich eh bequem. Aber ja, geht eigentlich eh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt das eigentlich auch billiger. Ja, sicher kommt es billiger auch, auf jeden Fall. Weil halt dann Hansler hast du ja das Tent. Deswegen. Das heißt 150 Euro für das komplette Tanning-Service. Ja, der Hansl bin ich, meine ich, jetzt gerade. Also ja, schon klar, ne? Ja, sicher, du brauchst halt den, der die halt ein Färbe, der ist schon klar, aber. Oder du machst sie wie die Larissa, Grüße gehen raus, malst sie selber an. Ja. Als First-Timer nämlich. Ja, perfekt. Und ja, ist nice. Streckenlenkung auch mal ein bisschen mehr. Ich möchte mal den linken Glut sehen. Schaut von der Seite so gut aus. Yes, there we go. Bauchbeine. And get into a front position. Face back. Könntest du das da lassen? Ja. Yes. Spot on. Face front. Ich will nicht, dass du sowas öfter machst. Aber vor allem ist gut. Ich muss noch rasieren. Ist dir lieber, wenn du noch eine große Mahlzeit hättest, anstatt jetzt noch diesen 2,14? Kann man machen, ja. Ja? Dann werden wir ja eine große Mahlzeit zusammenschreiben. Ja. Würde ich aber vielleicht sogar ohne Quark machen dann. Ja, dann kannst du nicht mehr essen die Woche. Okay. Ist dir wurscht. Dickeres Porridge vielleicht noch. Ja. Ja. Ein warmes. Ein warmes dickes Porridge. Ja, passt. Machen wir. Schreib ich dir gleich durch. Yes. Nur noch anschauen. Wie viel Flüssigkeit hast du noch offen? Kannst du einen Tee machen am Warmen? Hat sie Tee? Haben wir Tee? Wir haben Tee, gell? Wir haben Obi-Tee. Du hast noch einiges offen. Das war sie jetzt gerade noch nicht. Ist das Brennnesseltee? Dann warm vielleicht, dann brauche ich nicht. Ich glaube Minze, oder? Minze? Ich glaube Minze. Hast du aber nicht garantiert. Kann. Das ist eine Ingwer-Zitrone. Ingwer-Zitrone, das ist gut. Das mit dem Après. Nein, das sind mehrere drin. Das ist sicher. Ja, aber da ist ja kein Gelber. Wo ist der Gelber? Nuit, nein. Alter. Thymian, nein. Nein, ich schaue jetzt, was Après Repas ist. Und den werden wir ihr geben. Kannst du einen Tee trinken, die gute Lena. Warm keepen. Hört's auf. 4 Liter Brennnesseltee zu saufen und das euren Coach nicht zu sagen. Wichser. Ja, den Taco Bell gibt's auch. Ja, Taco Bell gibt's auch. Und Domino's Pizza gibt's auch. Das läuft gerade auf Weitwinkel, das ist gerade absolut genial. Ja. Ich doch 365. Warum? Ja, weil da und nicht hin und her und Flug und diese und da und dort und dann sitzt du im Flieger und dann kriegst du nichts und dann. Trink genug. Jetzt gleich. Ja. Rein. 1,5 Liter jetzt in der nächsten Stunde. Ja. Ja. Müssen wir eh nicht übertreiben, bis morgen eher zu spät on stage. Ja. Aber trink genug. Après Repas ist übrigens für nach dem Essen. Ist die wörtliche Übersetzung. Ich gebe dir nichts, wo ich nicht weiß, was drin ist. Menta. Menta, Minz. Menta.
So, ein Memento für dich. Wir sind ein. Wir sind im Eimer. Okay, first day, der Samstag, wrapped up. Alle Leute schauen super aus, also eigentlich alle mit Bestform, alle mit Top-Notch Peaking. Auch wenn ich sage, es geht immer irgendwie ein bisschen besser, aber wenn man nach einem theoretischen Optimum strebt, ist ein Problem. Deswegen jetzt eigentlich alles bis hierhin super aufgegangen. Und Klaus, mach mal ein bisschen Salz, Wasser und andere Spielsachen noch. Bei den anderen einfach super in die Show morgen reingleiten. Die sind erst sehr spät dran. Morgen wird ein spannender Tag. Deswegen jetzt heute noch einiges an Arbeit, was ansteht. Noch 5 oder 6 offene Check-ins. Erstgespräch noch und Showday-Plan schreiben für morgen. Damit die Leute auch wissen, was so ansteht. Und ja, so viel jetzt einmal zum heutigen Tag. Vergesst nicht, Like da lassen, Kommentar da lassen und dann sehen wir uns morgen beim Showday. Ja, ist die vielleicht, schmeckt sehr. Ja. Scheiße, ganz kurz, runde Quarter Turns, dann kann er sie ausziehen. Ja? Ich schau bei dir nur da kurz drüber. So. Komm her. Gut, ja, in der Front Pose. Das ist gut. Very classic pose. Jawohl. Geil, sehr happy. Wenn du das sagst, schneidet das extra rein. Lena, du wirst dich anscheißen. Face front. Ich werde jetzt ganz kurz an den SAS Commander Number 2 übergeben. Oh. Das kriegst du jetzt drauf. Danke. Ich fühle mich auch gerade sehr sassy. Ja. Wie darf ich das? Ich kann das machen. Du kannst das machen. Komm raus. Wir gehen es jetzt eh noch 2-3 Mal durch. Machen wir es mit Einlaufen? Ja. Die kurze bitte. Kannst du von hinter dem Tisch, dann kriegst du ein paar mehr Schritte zusammen. Das schaut sehr gerade aus, Lena. Ja? Ja. Aber vorhin bin ich komplett schief. Wurscht, egal. Ich finde, du hast alles perfekt gemacht im Glutschalt. Du bist gerade ein bisschen zu breit gestanden, aber du hast dich ja auch gerade irgendwie ausgerichtet. Also du hast gerade den hier gemacht. Hey. Aber so, ich habe es jetzt tragischer hergezeigt. Aber sonst finde ich, bist du in allem super gut drinnen. Also wenn das steif ist, dann ist das eh perfekt. Ja, das passt super. Also du machst alle Punkte, die wir besprochen hatten. Lovely! Von der Breite her super. Das war perfekt und du warst extrem gerad. Ja, ja, bei der Leder schaut das so aus von vorne, dass sie gerade da steht. Von hinten. Aber es ist wurscht. Es muss nur von hinten gerade ausschauen. War gerade super gerad von hinten. Passt. Wir machen jetzt mal dabei nur Flüssigkeit und Kraftbewegung lassen. Das hat man nicht. Ja. Und jetzt dabei nur mal Flüssigkeit und dann um.
8.30 Uhr sowas essen. Du hast, ich hab's eh schon vorbereitet gestern. Ah, hast du schon vor? 40 Minuten vom Backofen warten. Ah, die guten alten 40 Minuten vom Backofen. Ja. Geben, wenn du magst, dann können wir aufsetzen. Ja. Ich finde, die Frontpose schaut echt gut aus. Die schaut super aus. Ich finde, du schaust heute muskulös aus oben rum. Schön. Ist gut. Von die Oats. Ja. Ich bin so gefreut, ich bin ja. Passt. Machen wir da im Tierraum wieder. Dann haben wir es ein bisschen standardisiert zumindest. Lass stehen. Lass stehen. Machen wir einfach da mal ganz normal eine Front Pose. Face front. Face back. Passt, relax. Super. Passt. Gut. Das werden wir mal genauso machen. Wenn wir genauso machen, wenn dann schauen, du wirst wahrscheinlich um 13 hast Make-up und bist um 13.30 Uhr. Dann wirst du eine Stunde brauchen, um 14.30 Uhr, dann seid ihr wieder da um 15 Uhr. 15 Uhr, 17 Uhr ist Tanning. Werden wahrscheinlich die nächste Mahlzeit dann ein bisschen kleiner machen. Aber dann, wenn du vom Make-up wieder da bist, dann kommst du zuerst her, legst dir mal so 20 Minuten hin, ja, und dann kommst du bei mir dort vorbei. Und dann schauen wir nochmal drüber. Aber das nächste Mal werden wir dann noch ein bisschen kleiner machen, damit wir einfach mit 6 Stunden und so weiterhin tight halten. Weil, also Form schaut grenzgenial aus. Und ich will die gar nicht so viel mehr weiter oben haben. Das heißt, wenn du jetzt hast so 43,5 oder irgend sowas hast gehabt. Ja, 3,43. Das nächste Mi wird die auf 3,48 oder sowas raufhauen. Die Zeit, die vergeht, wird die wieder auf 3,40,5 runterbringen. Und 3,40,5 ist eigentlich der beste Look. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Mi, was dir diese 2 Stunden noch ein bisschen raufbringt und dann droppst du wieder ein bisschen runter. Dann wirst du mit 3,40,5 auf der Bühne stehen. Hat sich das alles jetzt ein bisschen verzögert dort? Ja, wir haben eine Stunde später angefangen. Aber es wird keine Auswirkungen auf uns haben. Das wird alles, das ich werden sie aufholen. Und sie haben eher längere Pause auch geplant. Wenn sie die Pause ein bisschen kürzer machen, also das wird alles schon passen. Ja, brauchst keine Gedanken machen. Ja. Und wenn dann um 17 Uhr ist Training, gell? Ja, fahrst einfach rüber und ich sehe es selbst erklären, du gehst im Backstage-Bereich rein, da ist eine Treppe rauf, dort ist dann das Training, ja, und dann legst du euch einfach unten zum Alex hin, der liegt gleich beim Stiegenaufgang. Okay. Ja, alles selbst. Und ich bin eh um 17.30 Uhr spätestens da, wenn ich den Training fertig setze. Fabi ist dann auch da, ja. Die Fabi ist überhaupt, die kommt jetzt dann zu uns rum, ja. Ja, dass ich vielleicht sogar bei euch mitfahrt. Zum das, Training machen ja. Weil ich meine, Petra und Kathi fahren auch um, aber die fahren halt schon ein bisschen früher, weil der Alex on stage ist für die Men's Physik, vielleicht fahren wir auch schon ein bisschen früher. Also aber ich habe halt jetzt, mitfahren. Ja, sonst bietet ihr jetzt noch an. Das passt ganz gut. Also wir werden schauen, dass wir um 3/4 dann dort sind. Ja. Ja, das passt gut. Ja. Also, Look passt. Be happy. Und die Magie wird schon noch kommen. Die Magie ist jetzt ein bisschen noch nicht da, aber das kann man ja nach dem Trip nicht verübeln. So. Den Stress der letzten Tage. Zumindest hat sich der Stress in der Form manifestiert. Ja, die Form ist erste Sahne. Und das ist jetzt einmal das Wichtige. Posing Flow wird schon noch kommen. Wenn du das dort siehst, die Bühne dort siehst und so. Gut. Ja, ist schon cool aus. Ja, ist auch cool. Du siehst ja in der Backpose selber. Na super. Ja, dann kann ich kontrollieren, ob ich gerade bin. Ja, ja. Und weißt du, wer Head Judge ist? Die Becky. Keine Ahnung. Fit Pro Becky. Die Bikini Judging Queen aus der US. Ich kenne keine Ahnung. Jetzt haben wir sie aber auffliegen lassen. Ja, passt. Gut, wir gehen dann aus Essen und dann kommt die Fabi auch noch vorbei. Face back.
Yes. Schön. Facefront. Den Front Pose. Nice. Relax. Geil. Ja, ist mega gut. Zwei Sachen. Sag mal ganz kurz, wie viel Wasser du schon drin hast ungefähr. Ein Liter. Kaffee. 800 Milliliter bis um 3 möchte ich haben. Nochmal jetzt. Ja, jetzt. Mhm. 800 Milliliter bis um 3 und steig mal bitte ganz kurz auf die Waage. Passt, dass du Look passt. Also ganz mal sehr, sehr moderat kalten mit den Kohlenhydrate. Also ich habe schon gestern oder heute, weil das habe ich gesagt, wie viel oder wie wenig Carbs das viel mehr waren. Ein bisschen mehr Fette auch bei ihr. Und sollte sie eigentlich mit dem Bodyweight, mit der Form jetzt. Was haben wir da oben stehen? 46,3. Passt. Ja. Das ist so das Bodyweight, wo es eigentlich am besten ausschaut. Also zwischen 46 und 46,5. Wenn wir es jetzt einfach so halten. Nur ein kleines Kaubfeeding. Ein paar Reiswaffeln mit ein bisschen Whey und Mandelmus, das ist jetzt hier Standard. Und ein bisschen weniger Flüssigkeit heute für sie und zum Showday hin oder bis zur Showtime hin. So ein bisschen downtapen die Flüssigkeit, damit einfach die Midsection auch schön tight bleibt. Genau. Also Fabi, wir machen jetzt einfach dann gleich nächstes Meal, genau wie es am Plan steht. Und die 800 Milliliter möchte ich, dass drin sind bis 15 Uhr. Also 800 ist gesagt, aber nochmal on top jetzt. On top jetzt. On top jetzt. Passt. Fabi-Check, Lena-Check und schon mal weiter jetzt. Jo. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier an der Venue. Das ist von Ben Emilio Pro Qualifier. Und Emilio hat sich diesmal selber übertroffen. Und hier ist der Pump-Up-Area, Gym quasi, mit zwei V-Stations und einem Haufen Gerätschaften. Probieren wir mal irgendwas aus. Kommt's mit! Gute Maschine, die schaut übrigens sehr, sehr geil aus. Schauen wir mal, ob sie was taugt hier. Können wir gerne einen Satz All-Out machen. Oh, die ist gut. Ui. Andi, wenn du das siehst, bitte kaufen. Das ist das. Die ist echt gut. Weil er nicht so gut Upper Back Row macht. Braucht die. Andi, die braucht man. Die braucht man. Ja, ansonsten sehr viele coole Gegenschaften, kurz an und zwar E-Sessions, alles sehr, sehr geil. Level up zu letzten Jahr, definitiv. Coole Sache hier. Big Moves. Wir haben jetzt eine halbe Hand ausgepennt und über die Ladies drüber geschaut. Und jetzt schauen wir mal, was losgeht. Dein Stage Time. Dann Klaus, machen wir jetzt hier erste Salz- und Wassergabe auf X quasi, also Salz- und Powerade. Jetzt gibt es beim Alex noch kurz Blaze nachholen, weil die sparen immer ziemlich beim Spray-Pitting Blaze, sag ich mal. Schauen wir uns das jetzt noch an. Machen wir da auch noch bei dem anderen Herrn Blaze drauf. Ja, die geht vorbei. Jetzt gehen wir mal zum Alex in die Pumpe. Das ist geil. Hast du Glück?
24, sein Bruder. May I have now all the athletes on stage? Relax, face the back, back double bicep. Your favorite classic pose. So, wir sind jetzt am Weg zurück ins Apartment, wo wir jetzt einmal Lena anschauen gehen und dann auch in weiterer Folge die Fabi, die ja nicht weit von uns weg wohnt. Dann werden wir auch die Post-Show-Plans setupen für Ronja, Larissa und Klaus, dass die dann gleich morgen was haben, mit dem sie arbeiten können. Beziehungsweise bei Klaus dann eigentlich ab Mittwoch. War jetzt not the placing we've came for, obviously, aber wir haben sie gesehen. Also dadurch, dass der Klaus jetzt gestern auch noch mal größer eingemessen wurde und jetzt eigentlich noch, ich sage jetzt mal ganz salopp, 10 Kilo mehr Muskelmasse auf dem Frame draufpacken kann, er ist einfach zu unmuskulös. Er ist einfach zu unmuskulös, vor allem in so einem Line-Up. Also NPC Austria und so, ja, mega geil, und da hat er auch typischen Kinder so, regionalen. Aber in so einem Line-Up, die Leute haben einfach, teilweise muss man einfach sagen, bessere Proportionen, also braucht er einfach mehr Muskelmasse und auch noch ein bisschen ein besseres Conditioning dann, weil dann kann man auch die Glutes komplett abziehen und all das. Ja. Was ist natürlich der Plan für die nächste Saison, und wir haben das eh schon ganz kurz im Vorbeigehen jetzt besprochen, also es wird jetzt sicherlich eine längere Off-Season, eine Off-Season, wo es darum geht, jetzt diesen Frame wirklich vollkommen auszufüllen. Muskulatur draufpacken, die es halt einfach braucht, um da competitive zu sein. Ja? Wir werden jetzt einmal heimfahren, wir werden jetzt einmal was essen, also für alle, die es wissen wollen, es war jetzt der zweite Callout, und da ist er mit einem anderen Typen, glaube ich, war es in der Mitte gestanden, ich weiß nicht mehr genau, oder er war auf dem zweiten. Auf jeden Fall zweiter Callout, keine Finalplatzierung, und dementsprechend wird es da langfristig jetzt dann wieder angegriffen. Ja? Aber wir fahren jetzt mal heim, was essen und über die Bikinis schauen, und dann geht's weiter im Tag. Passt. Machen wir da im Türrahmen wieder. Dann haben wir es ein bisschen standardisiert zumindest. Lass stehen. Lass stehen. Machen wir einfach da mal ganz normal Front Pose. Face front. Face back. Passt, relax. Super. Passt. Gut. Das werden wir mal genauso machen. Wenn wir genauso machen, wenn dann schauen, du wirst wahrscheinlich um 13 hast Make gehabt und bist um 13.30 Uhr, dann wirst du eine Stunde brauchen, um 14.30 Uhr, dann seid ihr wieder da um 15 Uhr, 17 Uhr ist Tanning, werden wahrscheinlich die nächste Mahlzeit dann ein bisschen kleiner machen, aber dann, wenn du vom Make-up wieder da bist, dann kommst du zuerst her, legst dir mal so 20 Minuten hin, ja,
und dann kommst du bei mir dort vorbei. Und dann schauen wir nochmal drüber, aber das nächste Meet werden wir dann noch ein bisschen kleiner machen, damit wir einfach mit Section und so weiter weiterhin tight halten, weil also Form schaut grenzgenial aus. Und ich will die gar nicht so viel mehr weiter oben haben. Das heißt, wenn du jetzt hast so 43,5 oder irgend sowas hast gehabt. 43,3. Das nächste Mi wird dir auf 43,8 oder sowas raufhauen. Die Zeit, die vergeht, wird dir wieder auf 43,5 runterbringen. Und 43,5 ist eigentlich der beste Look. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Mi, was dir diese 2 Stunden noch ein bisschen raufbringt und dann droppst du wieder ein bisschen runter. Dann wirst du mit 43,5 auf der Bühne stehen. Hat sich das alles jetzt ein bisschen verzögert dort? Ja, wir haben eine Stunde später angefangen. Aber es wird keine Auswirkungen auf uns haben. Das wird alles, das werden sie aufholen und sie haben eher längere Pause auch geplant. Wenn sie die Pause ein bisschen kürzer machen, also das wird alles schon passen. Ja, brauchst keine Gedanken machen. Und wenn dann um 17 Uhr ist Training, gell? Ja, fahrst einfach rüber und ich sehe es selbst erklären, du gehst im Backstage-Bereich rein, da ist eine Treppe rauf, dort ist dann das Training. Mhm. Ja, und dann legst du euch einfach unten zum Alex hin, der liegt gleich beim Stiegenaufgang. Ja, alles selbst. Und ich bin eh um 17.30 Uhr spätestens da, wenn ich den Tennis fertig setze. Fabi ist dann auch da, ja. Die Fabi ist überhaupt, die kommt jetzt dann zu uns rum, ja? Ja. Dass ich vielleicht sogar bei euch mitfahrt. Zum Tennis? Ja. Weil ich meine, Petra und Kathi fahren auch um, aber die fahren halt schon ein bisschen früher, weil der Alex on stage ist für die Men's Physik. Vielleicht fahren wir auch schon ein bisschen früher. Also aber ich habe halt jetzt. Mitfahren. Ja, sonst biete ich jetzt noch an. Das passt ganz gut. Wir werden schauen, dass wir um 3/4 dann dort sind. Ja. Ja, das passt gut. Ja. Also, Look passt. Be happy. Und die Magie wird schon noch kommen. Die Magie ist jetzt ein bisschen noch nicht da, aber das kann man ja nach dem Trip nicht verübeln. So. Den Stress der letzten Tage. Zumindest hat sich der Stress in der Form manifestiert. Ja, die Form ist erste Sahne. Und das ist jetzt das Wichtige. Posing Flow wird schon noch kommen, wenn du das dort siehst, die Bühne dort siehst und so. Gut. Ja, ist schon cool aus. Ja, ist auch cool. Mhm. Du siehst ja in der Backpose selber. Na super. Ja, dann kann ich kontrollieren, ob ich gerade. Ja, ja. Und weißt du, wer Head Judge ist? Die Becky. Keine Ahnung. Fit Pro Becky. Die Bikini Judging Queen aus der US. Jetzt haben wir sie aber auffliegen lassen. Ja, passt. Gut, wir gehen dann aus Essen und dann kommt die Fabi auch noch vorbei. Face back. Yes. Schön. Face front. Doing front pose. Nice. Relax. Geil. Ja, ist mega gut. Zwei Sachen. Sag mal ganz kurz, wie viel Wasser du schon drin hast ungefähr? Ein Liter. Also noch nicht, vielleicht 700, 800. Ich habe mir eine Flasche abgefüllt, hatte heute viel Wasser, hatte kleine Kaffee drin. 800 Milliliter bis um 3 möchte ich haben. Nochmal jetzt. Ja, jetzt. Mhm. 800 Milliliter bis um 3 und steig mal bitte ganz kurz auf die Waage. Was das Look passt. Also ganz mal sehr, sehr moderat gehalten mit den Kohlenhydrate. Also ich habe schon gestern oder heute, weil das habe ich gesagt, wie viel oder wie wenig Carbs das viel mehr waren. Ein bisschen mehr Fette auch bei ihr. Und soll sie eigentlich mit dem Bodyweight, mit der Form jetzt, soll man oben stehen? 46,3. Passt. Das ist so das Bodyweight, wo es eigentlich am besten ausschaut, also zwischen 46 und 46,5. Wenn wir es jetzt einfach so halten. Nur ein kleines Kaubfeeling, ein paar Reiswaffeln mit ein bisschen
Whey und Mandelmus, das ist jetzt eh Standard. Und ein bisschen weniger Flüssigkeit heute für sie. Und zum Showday hin oder bis zur Showtime hin, so ein bisschen downtapen die Flüssigkeit, damit einfach die Midsection auch schön tight bleibt. Genau. Also Fabi, wir machen jetzt einfach dann gleich nächstes Meal, genau wie es am Plan steht. Und die 800 Milliliter möchte, dass drin sind bis 15 Uhr. Also 800 ist gesagt, aber nochmal on top jetzt. On top jetzt. On top jetzt. Passt. Fabi check, Lena check. Und schon mal weiter jetzt. Sandro, komm her. Was sagen wir jetzt? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei diesem Video. Ja, schon angefangen. Euer Video läuft schon den ganzen Tag. Herzlich willkommen in der Zwischenzeit dieses Videos. Wie läuft es bei dir? Soweit so gut. Ja. Also ihr habt ja nur eine Athletin, die wohnt ja heute. Und sie ist tiefenentspannt. Ja, also wirklich tiefenentspannt. Nach der etwas hektischen Anreise ist jetzt alles super. Dann können wir da mal ganz kurz die Austrian/German Bikini Crew filmen. Ja, ja. Lena, Fabi, Laura, da ist Simone hier noch. Weg. Ready hier, jetzt geht alles da auf die Bühne, dann schauen wir uns das an. Und der ist jetzt schon seit 2 Stunden fühlt am Aufruf. Oder? 2 Stunden. Guck dir. Perfekt. Gute Organisation für die Verzögerung heute. Und die Athleten erstmal eine Stunde vorher Backstage. Aber wir gehen jetzt mal vor die Bühne rein und schauen uns an, was der Alex das macht. Thank you. 53, Jerry Rakotove. To the back, please. Bikinis sind jedes in einer anderen Klasse. Sieht eh ganz nett aus. Face back. Face front. Yes. Der ist gut, schmaler, der ist nicht so. Wann mit dem Powerade, du gehst eh gleich ab Backstage. Du musst nochmal einen Schluck. Du musst nochmal Backstage. Ja. Face back. Bueno. Y la tela, ¿no? Ahí ya con gimnasio. Thank you. Okay, ladies, turn to the back.
Facebook. Face front. Yes, or no? 121 and 115 switch, please. 121 and 115. Fabia Stouch. In third place, 109, Ima Garcia Alvarez. And in fifth place, 121, Lena Albertstein. Third place, 134, Flutterich Kriatzi. And in second place, 104. Das ist natürlich wieder die Frage, wie wir einen gescheiten Satz rausbringen. Aber dieses Video hat auch noch ein Recap verdient. Wir haben jetzt mittlerweile 10:30, roundabout. Bikini hat bis jetzt gedauert und ich bin eigentlich mit den Showings von den beiden Ladies sehr zufrieden. Also jetzt die vergangenen Pakete jetzt nochmal geschlagen und echt gute Leistung auf die Bühne gebracht. War halt jetzt mit beiden keine hohe Erwartungshaltung da, dass wir jetzt irgendwas reißen wollten hier, sondern einfach nur zusätzliche Erfahrungen auf einer internationalen Bühne sammeln und das haben wir definitiv gemacht. Also Lena braucht halt Muskulatur, die werden wir uns jetzt holen, das ist jetzt unsere Mission hier in dem Kontext. Und dann bei der Fabi geht es halt auch darum, einfach an den richtigen Stellen jetzt Muskulatur drauf zu packen und das nächste Mal das Paket dann noch von der Bühne zu fegen. Und hat echt eigentlich ganz gut platziert. Oida! Na, ich bringe keinen Satz mehr raus. Fabi war Dritte in der Novice und Vierte in der Offenen. Und ja, jetzt zum Klaus noch, habe ich schon gesagt, da wird jetzt halt auch mehr Muskulatur notwendig sein für den Angriff in der nächsten Season.
Und wir machen jetzt hier QSO, aber für euch gibt es definitiv weiterhin Content, weil wir werden selbst morgen und übermorgen auch noch ein wenig vloggen für euch, beziehungsweise euch so ein bisschen mitnehmen durch Alicante und auch durch die Trainingssessions, die noch anstehen. Also make sure to give this video a like and a comment and share it on social media. That would be amazing. Und wenn ihr dieses Ganze drumherum unterstützen wollt, dann jederzeit bitte gerne bei Esen einkaufen mit Code Chris. Oder bei Orche und. okay. Warte, wir sehen uns demnächst. Peace. Bis zum nächsten Mal.